Schön, dass Sie alle da sind. Ehrlich gestanden war ich ein bisschen besorgt darum, ob wir das tatsächlich schaffen, den Salon an einem Freitagmittag zu füllen. Ich denke mal, das liegt an den beiden Gästen, die wir heute haben, dass sie dafür stehen, ein interessante Themen, interessante Gespräche hier heute im Salon zu haben. Ich begrüße Sie also ganz herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, und meine beiden Gäste kommen ja aus sehr unterschiedlichen Metiers. Und dennoch, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, und ich glaube, das wird auch heute Ergebnis des Gesprächs sein, gibt es doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen beiden. Und deswegen lassen Sie mich ganz herzlich begrüßen Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken, Mitglied des Deutschen Bundestages, langjährig Vorsitzender der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Gregor. Ja, und zu meiner Linken, oh, das ist spannend jetzt, also zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, okay, kann man noch drüber reden, Klaus-Peter Reisch. Klaus-Peter Reisch ist Kapitän der Lifeline, der Lebensretter aus Landshut, wie er mal genannt worden ist, Landsberg, pardon, angeklagt in Malta, auch darüber werden wir noch zu reden haben heute. Klaus-Peter Reisch, seien auch Sie ganz herzlich willkommen hier. In der Zeit gab es einen sehr interessanten Disput, ein Pro und Contra, und zwar um die Frage, oder soll man es lassen, der noch lange danach diskutiert worden ist. Es geht um die Seenotrettung, soll man sie lassen? Welchen Sinn macht überhaupt eine solche Debatte? Herr Reisch. Also so eine Debatte macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also zum einen muss man wissen, dass die Journalistin, die das geschrieben hat, selber mal auf einer Seenotrettungsmission mit dabei war. Und wenn wir jetzt hier anfangen, über die Rettung von Menschen in Seenot zu diskutieren, dann müssen wir auch darüber diskutieren, ob man am Starnberger See oder am Wannsee hier in Berlin die Wasserwacht einstellt, weil die brauchen wir dann auch nicht mehr. Ja, das ist so. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied, oder liegt es vielleicht daran, dass das kleine Kind, das von der Luftmatratze rutscht und um Hilfe schreit, eine weiße Hausfarbe hat und die Leute, die in dem Schlauchboot sitzen, eine schwarze. Also wenn wir den Unterschied jetzt versuchen, da rauszuarbeiten, dann haben wir in meinen Augen eigentlich schon verloren. Die Menschen werden von den Schleusern aufs Mittelmeer abgeschoben. Sie sind ausgebeutet, da ist kein Geld mehr zu holen, auch als Arbeitskraft in der Regel nicht mehr zu gebrauchen. Und dann werden sie halt übers Meer entsorgt. Und wenn man diese Menschen nicht rettet, dann sterben sie zu Hunderten in diesen Schlauchbooten. Die gehen halt dann einfach unter, und das ist auch das, was gerade zum Moment passiert. Gregor, wie hast du diese Debatte wahrgenommen? Hat die im Bundestag auch eine Rolle gespielt? Na, wenn dann nur indirekt und dann auch nur durch kleine Bemerkungen. Die eigentliche Tragik besteht ja darin, dass in den internationalen Beziehungen die Diplomatie, das Völkerrecht, der Interessenausgleich, die Entspannung völlig verloren gegangen sind. Es wird eigentlich nur noch militärisch argumentiert, so wird auch gehandelt, also zum Beispiel durch Israel, ein bisschen auch durch die Hamas, die sind auch nicht anders diesbezüglich. Und andere, so, also wie man mal zu einem Interessenausgleich kommt, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Im Kalten Krieg gab es die neutralen Staaten wie Finnland und Schweden, die immer versucht haben zu vermitteln. Das machen die nicht mehr, es interessiert die auch gar nicht mehr, die Regierung, während sie früher darin eine Aufgabe gesehen haben. So, und jetzt haben wir die Situation, dass die, versuch's ganz kurz zu machen, dass die Weltkonzerne eine Weltwirtschaft begründet haben. Sie haben Beschäftigte auf allen Kontinenten. Das wollten sie auch. Sie wussten auch, dass es keine funktionierende Weltpolitik gibt, die sie regulieren kann. Haben sie gesagt, noch so besser, können wir ja machen, was wir wollen. Wenn wir wirklich große Schulden machen, haften ja die Steuerzahler und Steuerzahler, nicht wir, dachten sie, noch besser. Aber sie haben nebenbei etwas angerichtet, worauf sie nicht gekommen sind. Sie haben den weltweiten Lebensstandardvergleich organisiert. Die soziale Frage war immer schon auch eine internationale, aber vorwiegend eine nationale. Jetzt ist sie zu einer Menschheitsfrage geworden. Weil die Menschen in Afrika, viele wussten ja früher gar nicht, wie wir in Europa leben. Jetzt wissen sie es. Sie haben ein Handy und ein Internet. Und nun stellen sie komische Fragen an uns, auf die wir keine Antworten haben. So, und was fällt den Regierenden ein? Abschottung. Nichts anderes außer Abschottung. Und ihr Ziel ist jetzt, in Europa
Freizügigkeit innerhalb Europas zu gewähren und nach außen, wie Sie es nennen, die Grenze zu schützen. Und da stören die Lebensretter. Das wollen sie selbst machen. Und wenn sie Leben nicht retten und die Menschen sterben, Kollateralschäden, ne, dann sterben sie eben, punktum aus. Und dass das jetzt kriminalisiert wird, also als Jurist würde ich sagen, ich suche den Tatbestand, wo drin steht, wer das Leben eines anderen Menschen rettet, muss so und so lange ins Gefängnis. Den sollen sie dann auch beschließen. Das möchte ich lesen. Denn faktisch geht es darum, sie finden natürlich immer Wege, falsche Registrierung und weiß ich was, was du da so für Sachen suchst. Aber das müssen wir doch mal politisieren. Ich bitte Sie, es wird doch höchste Zeit, dass wir uns dagegen wehren, dass Leute die Menschen retten, die das ja auch gar nicht bezahlt kriegen, das alles freiwillig machen, die für Spendensorgen und so weiter, dafür dann auch noch ins Gefängnis kommen. Das ist ja wirklich der Gipfel der Frechheit. Ja, und den Zusammenhang, dass es eben Internet überall gibt und man sich überall auf der Welt informieren kann, wie es woanders zugeht, das ist sicherlich ein Punkt. Aber ein anderer Punkt ist, ich bin vor ziemlich genau 30 Jahren mit dem Motorrad von Tunis nach Ruanda gefahren, quer durch die Wüste nach Togo und dann in den Osten bis nach Ruanda. Und auch damals habe ich schon Dinge gesehen, die dringend abgestellt werden müssen, nämlich Fluchtursachen. Und solange die erste Welt, die dritte Welt ausbeutet und ausdrückt wie eine Zitrone mit Freihandelsabkommen, die zwar den Europäern nützen, aber den Afrikanern schaden, solange wird diese Fluchtbewegung nach meinem Dafürhalten nicht aufhören. Und wenn hochsubventionierte Agrarprodukte nach Afrika verkauft werden, zu Preisen, die niedriger sind, als es die wirklich nicht viel verdienenden Afrikaner herstellen können, zum Beispiel Zwiebeln in Kamerun, habe ich neulich mal wieder im Fernsehen gesehen, ganz schrecklich, in Kamerun werden faktisch keine Zwiebeln mehr angebaut, die kommen jetzt aus Holland und sind 30% billiger, als die afrikanischen Zwiebeln waren. Wie geht das? Also ich meine, mit einer gehörigen Portion Geld kann ich natürlich jede Wirtschaft an die Wand spielen. Und auch Europa ist nur durch Protektionismus letztlich wirtschaftlich zu dem geworden, was es ist. Und das muss man den afrikanischen Staaten auch zugestehen, dass sie sich selbst vor diesen Einfuhren, vor diesem Billigzeug schützen und wir zu fairen Preisen deren Waren abkaufen. Da geht bei uns nichts kaputt, aber diese Länder kommen auf die Füße. Und wenn man systematisch die Wirtschaftsgrundlagen dieser Länder zerstört, dann muss man sich nicht wundern, wenn es an der Türe klingelt. Ihre Entscheidung, in die Seenotrettung einzusteigen, passiert auf einem Segeltörn im Mittelmeer. Sie haben sich die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn jetzt wir genau auf ein Schlauchboot stoßen mit Geflüchteten drauf. Von dieser Entscheidung zu sagen, ich tue jetzt was, bis zu dem konkreten Handeln, war es ja doch ein etwas weiterer Weg. Vielleicht können Sie den ganz kurz beschreiben. Ja, wir sind also 2015 von Sardinien nach Griechenland gesegelt und dann hat man ja auf dem Boot auch mal viel Zeit zum Nachdenken. Und dann kam auch das Gespräch auf den Punkt Seenotrettung. Was machen wir, wenn wir über ein Flüchtlingsboot stolpern? Auf diesem Kurs und auf dieser Route eigentlich überhaupt nicht möglich, aber so hypothetisch. Und da sind wir dann sehr schnell an die Grenzen gestoßen, weil mit 6 Rettungswesten für die Crew in einer kleinen Rettungsinsel ist da nicht wirklich viel auszurichten. Und das war 2015. 2016 kamen ja dann die erste größere Anzahl Menschen übers Meer. Und dann habe ich natürlich auch diese Für- und Wider-Geschichten gehört, eben soll man es lassen. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich da tun? Ich möchte mich gerne mal selber informieren. Ich habe die passenden Scheine dafür, so ein Boot zu führen und habe mich dann einfach bei 2 Organisationen beworben und eine war schneller als die andere und dann war ich schon im April 2017 dann das erste Mal unterwegs. Und das, was ich da gesehen habe, hat mich eben dann dazu gebracht, dass ich sage, okay, ich mache hier weiter. Meine Kenntnisse kann ich da einsetzen zum Wohl der Leute, die dann eben nicht untergehen müssen. Ihnen, ja. Ihnen und den anderen Seenotrettern wird manchmal der Vorwurf gemacht oder wird unterstellt, sie würden Menschen ermuntern, ermutigen, motivieren, weil durch ihre Anwesenheit sozusagen diesen gefährlichen Weg übers Mittelmeer zu gehen. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf? Naja, gerade aktuell kann man dem sehr gut begegnen. Wenn wir nicht da sind, dürften ja dann auch keine Flüchtlingsschiffe unterwegs sein. Das Gegenteil ist aber der Fall. Man muss auch wissen, dass die privaten Seenotretter
ca. 40% der Menschen retten, die anderen 60% rettet tatsächlich das Militär bzw. die Handelsschifffahrt. Aber auf den NGOs kann man halt am leichtesten einprügeln und die am leichtesten an die Wand stellen. Jeder, der auf See unterwegs ist, ist verpflichtet, Menschen in Not zu retten. Das ist einfach so. Das ist ein seemännisches Gesetz, kann man auch nachlesen, wie man will. SOLA, Safety of Life at Sea, da steht das drin. Das ist einfach so. Und zum Zweiten muss man sagen, die Menschen gehen Monate, teilweise Jahre, bevor sie dann in Libyen auf diese Boote steigen, von zu Hause los. Ich weiß nicht, wo da der Pull-Faktor sein soll. Ich kann das nicht erkennen. Es sterben unglaublich viele Leute schon in der Wüste. Es gab neulich da einen interessanten Bericht im Fernsehen. Die Bundeswehr, und also nicht nur die Bundeswehr, sondern europäisches Militär, ist in Mali und im Niger, da war ich selbst mal auch unterwegs, wird da eingesetzt und bringt also den Leuten bei, wie man eine Grenze schützt. Aber das machen die einfach so, dass die Hauptpisten überwacht werden. Was machen die Schlepper? Sie weichen auf Nebenpisten, die deutlich gefährlicher sind, aus. Es werden mittlerweile auch die Wasserstellen in der Wüste überwacht, sodass sich auch keiner mehr an die Wasserstellen rantraut. Und den Rest kann man sich jetzt an fünf Fingern selber abzählen. Es wird hier echt der Stacheldrahtzaun mitten in der Wüste schon ausgerollt. Und auf diesem Weg, bis man erstmal in Libyen ist, gehen schon viele Leute dem Tod entgegen oder sind tot, haben das gar nicht überlebt. Und irgendwann werden sie dann in Libyen zu Zwangsarbeit, Prostitution oder sonst was genötigt. Es wird ihnen das Letzte abgenommen und dann geht es aufs Meer raus. Das machen die auch dann zum Teil nicht mehr freiwillig. Ich kenne genug selber gehörte Geschichten. Die Leute haben Angst, da einzusteigen. Sie haben noch nie mehr gesehen. Und in der Nacht ist es besonders bedrohlich. Wer schon mal nachts am Strand gestanden ist, kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und wenn die Leute dann zögern und dann nicht einsteigen, dann werden einfach mal zwei, drei am Strand erschossen und dann steigt der Rest schon ein. Also wo da der Pull-Faktor, dass wir die Leute aufs Meer rausziehen sein soll, ich kann es wirklich nicht erkennen. Ich sage ganz einfach, von den Zahlen der Toten, die im Mittelmeer sterben, das nehmen wir doch am besten mal drei und dann sind wir vielleicht irgendwo bei der Wahrheit, weil die, die in der Wüste liegen bleiben, die werden ja nirgendwo gezählt. Und die Geschichten, die man da hören kann von den Leuten, die durch die Wüste sind, die sind wirklich schrecklich. Die finden ein Toyota, da sind 15 Leute vielleicht auf der Ladefläche gesessen und da liegen halt dann 15 vertrocknete Leichen. Und die werden in keiner Statistik erfasst. Gregor, was müsste Politik, was müsste vor allen Dingen die deutsche Politik leisten, damit das nicht mehr passiert? Na, das wird sich auf gar keinen Fall leisten. Ich will ja keine Illusionen verbreiten. Der Punkt ist folgender, also ich habe ja gar nicht über alle Fluchtursachen gesprochen. Wir hatten einen Kalten Krieg, da ging es immer darum, eine Systemkonfrontation zu vermeiden, was ja glücklicherweise gelungen ist. Einmal wäre es fast zum Dritten Weltkrieg gekommen bei der Kuba-Krise. Und das lag wiederum daran, das ist immer interessant, wenn man sich das wieder in Erinnerung ruft, dass sie sich in Jalta verständigt haben auf die Einflusssphären der USA und Großbritanniens, das war noch ohne Frankreich, und der Sowjetunion. Und sie haben nicht über Kuba gesprochen, weil Kuba damals gar keinen interessiert hat. Und dann gab es die Revolution unter Fidel Castro und Khrushchev ging davon aus, dass Kuba jetzt seine Einflusssphäre ist. Und Kennedy ging davon aus, dass Kuba zu seiner Einflusssphäre gehört, selbst wenn es einen anderen Weg geht. Und dann schickte Khrushchev Atomwaffen nach Kuba und da hat Kennedy gesagt, das lässt er nicht zu, dafür führt er den Dritten Weltkrieg. Und dann hat er alle Schiffe schon aufgestellt und dann stand Khrushchev vor der Frage, was er nun macht. Und dann hat er glücklicherweise entschieden, dass die Schiffe umdrehen. Allerdings haben sie etwas rausgehandelt, nur um mal Politik zu erklären, dass die USA ihre Raketen, die sie gerade stationiert hatten in der Türkei, in der Nähe der Sowjetunion, denn das war ja das Argument der USA, so nah an uns heran können wir Atomraketen nicht zulassen, wieder abziehen. Und jetzt war die Bedingung der USA, dass sie sie abziehen, aber nur, wenn es die Sowjetunion nicht meldet. Das ist also so grotesk läuft das. Und dann ist das nach einem halben Jahr wirklich so gewesen, dass sie die alle abgezogen haben, aber es eben nicht gemeldet haben. So Jahre später erfährt man es dann. Jetzt werden Kriege geführt aus Interessenkonflikten heraus. Deshalb gibt es sie viel häufiger. Es gibt eben im Jemen einen Interessenkonflikt innerhalb Jemens und zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und das wird kriegerisch ausgetragen. Früher wären also im Kalten Krieg da noch andere Mittel angewandt worden.
Jetzt gibt es einen Interessenkonflikt mit Russland. Putin sagt, weiter lässt er seinen Einfluss nicht zurückdrängen und der Westen sagt, wir dürfen bis an eure Grenze heran mit unseren Soldaten. Das ist der Interessenkonflikt und es gibt keinen Vermittler. Dann versucht die Merkel mal wegen Ukraine und Russland zusammen mit Hollande eine Vermittlung. Das geht aber gar nicht, weil sie ja die Sanktionen gegen Russland beschließt. Wenn du ein Vermittler bist, dann musst du irgendwie neutral sein. Du musst ja von beiden Seiten anerkannt werden. Das ist alles absurd geworden. Die nächste, und machen wir uns doch nichts vor, wenn hier Bomben flögen, flöhen wir doch auch. So einfach ist es. Darf man nicht vergessen. Der nächste Punkt ist, den will ich immer ganz konkret beschreiben. Ich war in einem Flüchtlingslager im Nordirak, zusammen mit dem deutschen Generalkonsul. Die Jungs spielten ein bisschen Fußball, die Mädchen standen am Rande. Dann habe ich die Mädchen gefragt, wie geht's euch denn? Dann weinten die kollektiv. Also der Generalkonsul hat sich richtig erschreckt. Und dann habe ich gesagt, warum weint ihr denn jetzt? Und dann sagten die, ja, wir hatten bis gestern einen Lehrer, der uns sehr gut unterrichtet hatte und den wir auch alle mochten. Und der ist heute gegangen, weil er von der UN nicht mehr die 50 Dollar pro Woche bekommt. Das ist ja wirklich ein üppiges Gehalt, ne? Und daraufhin habe ich an die Bundesregierung geschrieben, das war in der letzten Legislaturperiode, null Reaktion. Jetzt in ihrer Regierungserklärung hat die Merkel gesagt, wir haben zu wenig Geld den UN-Hilfsorganisationen gegeben. Weil sie plötzlich gemerkt haben, ich habe ihnen das auch geschrieben, wenn ich Vater eines Mädchens wäre und die kriegt dort keine Schule, überlege ich mir, wohin ich fliehe, damit die wenigstens Schule kriegt. So einfach ist es. Im Libanon leben pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, das habe ich Mittwoch auch im Bundestag gesagt, 164 Flüchtlinge. In Deutschland 12, damit wir mal die Relation zur Kenntnis nehmen. Und wir haben in Deutschland pro Einwohnerin und Einwohner das vierfache Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Libanon. Jetzt ist die Merkel hingefahren. Jetzt ist sie in die afrikanischen Staaten gefahren. Wir haben weltweit eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren kann. Trotzdem sterben laut UN-Statistik jährlich 18 Millionen Menschen an Hunger. Warum? Zum Beispiel, was Sie genannt haben, weil die EU so billig Lebensmittel nach Afrika exportiert, dass die afrikanischen immer teurer sind, kann gar keine Landwirtschaft entstehen. Zum Beispiel, weil wir rund um Afrika alles wegfischen, die können ja nicht mal mehr eine Angel reinhalten. Zum Beispiel, weil die Freihandelsabkommen, die sind ja genial. Das heißt immer, Deutschland darf alles zollfrei nach Uganda liefern und Uganda darf alles zollfrei nach Deutschland liefern. Das ist ein sehr faires Abkommen, wenn man sich die unterschiedlichen Möglichkeiten betrachtet. Indiskutabel, das habe ich übrigens auch gesagt am Mittwoch. Also ich will bloß sagen, das alles sind die Ursachen. Und dagegen muss man sagen, jetzt kann man doch fragen, ich will mal gutwillig sein zu der Merkel, warum fährt sie jetzt nach Afrika, warum jetzt in Libanon nicht vor 10 Jahren? Das ist ein Mangel der Demokratie, um die ich allerdings trotzdem kämpfe. Worin besteht der Mangel? Wenn du vorbeugend tätig bist, erreichst du Millionen Menschen nicht. Stellen Sie sich vor, ich wäre vor 10 Jahren Kanzler gewesen, es hätte kaum Flüchtlinge gegeben und ich gebe Geld in den Libanon, nach Afrika, in die Lager. Was meinen Sie, was in der Bild-Zeitung stünde, der verschenkt unser ganzes Steuergeld sinnlos und so weiter. Und dann verlierst du natürlich viele Wählerinnen und Wähler. Aber ich sage immer, eine Kanzlerin oder ein Kanzler muss den Mut haben, vorbeugend tätig zu werden und es zu erklären, selbst auf die Gefahr hin Stimmen zu verlieren. Dann wählen die Leute mich halt ab. Trotzdem war ich dann in einer bestimmten Hinsicht tätig, um bestimmte schlimme Entwicklungen zu verhindern. Und das passiert viel zu wenig. Ich sagte ja, denen fällt nichts anderes ein als Abschottung. Immerhin hat die Merkel, der Müller hat es begriffen. Also nicht, dass er sich danach handelt, aber immerhin, der geht ja noch. Dem habe ich mal den Satz gesagt, den ich sonst immer höre. Sie sind ja ganz in Ordnung, aber in einer falschen Partei, fand er dann auch witzig. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie das durchaus wissen. Aber sie finden noch keinen Weg. Und die Abschottung ist deshalb billiger, weil sie dir eine Pause verschafft. Also du ziehst eine Mauer hoch, in Berlin sind wir sowieso leicht Mauer geschädigt. Ich kenne natürlich den Unterschied, ob du jemanden nicht rauslässt oder nicht jemanden nicht reinlässt. Das ist natürlich ein Unterschied. Trotzdem sage ich, mit einer Mauer verschaffst du dir eine Pause und die Probleme dahinter stauen sich an und sind eines Tages unlösbar. Es ist der völlig falsche Weg. Und deshalb als letztes die Aufgabe der Linken, ist es erstens auf die soziale Frage der Menschheit eine Antwort zu suchen und zu finden.
Zweitens ist es die Aufgabe, immer wieder die Fluchtursachen zu benennen und die Wege, die man gehen kann. Und da muss man die Regierung unter Druck setzen, um diese Fluchtursachen zu beseitigen. Und wir sollten uns an der Obergrenzendebatte zwischen FDP und CSU nicht beteiligen. Die sollen die führen. Das ist nicht Aufgabe der Linken. Wir haben eine andere Aufgabe, die tieferen Ursachen zu analysieren und die Wege, wie man sie überwinden muss. Und ich sage noch was. Wer nur an die deutschen Armen denkt, ist für mich noch kein Linker. Der kann auch ganz recht sein. Erst wenn ich an alle Armen denke, dann werde ich ein Linker. Ja, und ich glaube, statt Diskussionen über sichere Herkunftsstaaten sollte es vor allen Dingen eine Diskussion auch um legale Wege geben, nach Europa zum Beispiel zu kommen. Dann muss man nicht den Weg übers Mittelmeer gehen. Herr Reich, Sie waren mit der Lifeline im Juni unterwegs und das hat auch hier Schlagzeilen gemacht. Sie waren mit über 230 Flüchtlingen auf dem Boot unterwegs, wollten in Italien landen, sind dort abgewiesen worden und waren fast eine Woche auf dem Mittelmeer unterwegs. Wie ging das den Geflüchteten? Also normalerweise stelle ich die Frage mal, wir können die gerne zusammenstellen. okay, aber wie ging es denn? Ich würde vor allen Dingen gerne wissen, wie ging es den Geflüchteten in dieser Zeit, nachdem sie ja schon Wege hinter sich gebracht hatten? Naja, wir hatten die 235 Menschen auf dem Schiff, davon 77 unbegleitete Minderjährige. Da hört man dann solche Geschichten wie: Ein 12-Jähriger reist mit zwei 13-Jährigen. Das ist sehr bemerkenswert. Wir hatten junge Mütter mit Säuglingen auf dem Schiff. Und am Anfang dachten wir ja noch, wir haben also nur so eingeschränktes Internet mit unserer Satellitenkommunikation, kann man sich nicht wie zu Hause vorstellen. Also wir hatten gehört, dass eben verschiedene Bundesländer in Deutschland zugesagt haben, sie würden Menschen von der Lifeline aufnehmen. Und der Herr Seehofer hat es dann letztlich ja durch das Nichtleisten einer Unterschrift torpediert. Und dann haben wir uns natürlich auch erstmal fragend angeschaut, oh, wie geht es jetzt weiter? Weil normalerweise können wir die Strecke bei den Wetterbedingungen nach Italien oder Malta in 24 bis 36 Stunden zurücklegen. Und das ging eben dann nicht mehr, weil wir machen ja alles schriftlich im E-Mail-Verkehr von MRCC Rom, Maritime Rescue Coordination Center, Seenotleitzentrale in Rom fürs zentrale Mittelmeer, einfach keine Antwort bekommen haben. Die verweisen uns dann an die Libyer. An die Libyer kann man gerne eine E-Mail schreiben, da wird man auch nie eine Antwort kriegen. Da kann man übrigens auch anrufen. Das ist uns mehrfach empfohlen worden, aber da hebt nie jemand ab unter diesen drei Telefonnummern. Ist genauso sinnlos. Ja, und dann stellt man sich halt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Die Versorgung der Menschen auf dem Schiff haben wir sehr gut hingekriegt. Wir haben Gott sei Dank eine Seewasserentsalzungsanlage, die 220 Liter Süßwasser die Stunde produziert, sonst hätten wir das niemals durchstehen können. Wir haben 14.000 Liter Wasser dabei, ein Teil davon ist natürlich durch die Crew schon vor den Rettungen verbraucht worden. Und die Menschen haben einen sehr hohen Wasserbedarf, nicht nur zum Trinken, sondern die Menschen möchten sich vor allem waschen. Sie machen sich überhaupt keine Vorstellungen, wie die Leute, ich sage es mal auf Bayerisch, stinken. Die haben monatelang kein Wasser gesehen, um irgendwelche Klamotten oder sich selbst zu waschen. Die haben großes Bedürfnis, die fragen nach Seife, möchten waschen und das können wir eben mit unserer Seewasserentsalzungsanlage leisten. Und auch die Verköstigung, es gab dann für alle jeden Tag einmal Couscous mit Gemüse und einmal Reis mit Gemüse, alles auf einem Vierplattenherd zubereitet, 500 Portionen am Tag. Auch nochmal herzlichen Dank an Martin, unseren fränkischen Koch, der das also perfekt gestemmt hat mit seiner Küchencrew. Ich glaube, der Dank sollte an die gesamte Crew ja, gehen. Ja, ich bin immer nur stellvertretend. Und an Sie natürlich. Ja, ich bin auch nur ein Rad im Getriebe. Ohne mich funktioniert es nicht, aber ohne den Maschinisten, den Koch, die Krankenschwester geht es genauso wenig. Und ohne die vielen fleißigen Bienen, die in Dresden tätig sind, und Prospekte verschicken und Spenden einsammeln und alles Mögliche. Wir finanzieren uns ja ausschließlich aus Spenden. An denen geht natürlich auch ein herzlicher Dank, weil die gehören genauso mit dazu und die sitzen genauso sozusagen mit im Boot. Und ja, das war dann natürlich schon ein Stück weit dramatisch, weil wir nicht wussten, wie lange dieses Spielchen geht. Wir hätten es vielleicht noch ein oder zwei Tage durchhalten können und dann hätten wir uns selber zum Seenotfall erklärt. Irgendwann ist halt auch mal Schluss, vor allem wenn das
Wetter sich ändert. Und wir hatten die ersten Tage mit dem Wetter sehr, sehr großes Glück. Also ich habe mehr selten so ruhig und spiegelglatt gesehen wie in diesen Tagen. Und zum Schluss wurde es halt ungemütlich. Wir hatten 150 seekranke Menschen, die sich übergeben haben. Muss man sich mal vorstellen, 150 kotzende Leute auf dem Schiff. Drei davon waren im Krankenhaus. Die Leute sind sehr stark unterernährt. Die wiegen so bei einer Größe von mir, 1,70, 1,75, wiegen die Männer dann zum Teil 45 Kilo. Das ist dramatisch. Die haben keine Reserven. Und wenn sie seekrank werden, dann essen und trinken sie nichts. Und dann fallen sie, wie unser Arzt es nennt, in eine Art Unterzuckerungskoma. Die schlafen ein und dann wachen sie halt einfach nicht mehr auf. Und wir haben in dieser Situation alle 3 Stunden alle 234 Menschen auf dem Schiff aufgeweckt, auch in der Nacht, um zu sehen, sind sie ansprechbar, sind sie in Ordnung, und haben eben 3 rausgefischt, die wir dann im Krankenhaus mit Infusionen und Seekrankheitsmitteln intravenös behandelt haben. Bei uns im Krankenhaus auf dem Schiff. Wir haben ein Krankenhaus auf dem Schiff mit 3 Behandlungsplätzen. Wir können dann 2 beatmen. Wir haben ein Ultraschallgerät. Wir hatten als medizinische Crew, das ist vielleicht auch mal interessant zu hören, einen pensionierten Herzchirurgen, der in der Nähe von Freiburg ein herzchirurgisches Zentrum aufgebaut hat, eine Intensivkrankenschwester, einen Medizinstudenten im 10. Semester, der auch die komplette Logistik dieses Krankenhauses macht, also für den Warenfluss sorgt, und 4 ausgebildete Rettungssanitäter. Also wir können mehr leisten als ein Rettungswagen von der Feuerwehr, und das ist manchmal auch wirklich notwendig. Wir machen das wirklich sehr professionell. Wir haben auf dem Schiff 800 Rettungswesten. Wir können 250 Menschen in Rettungsinseln setzen. Wir haben 2 Rettungsschlauchboote und so weiter und so fort. Und jetzt lässt man uns einfach nicht mehr fahren. Ich will nur mal die Zahlenverhältnisse noch mal sagen. Sie haben gesagt, über 234 Geflüchtete für ein Boot, was eigentlich auf 50 Menschen ausgelegt ist. Also das muss man sich mal ein bisschen vorstellen, ne? Naja, auch das mit diesen 50 Menschen, das stand in irgendeiner Zeitung. Dieses Schiff ist ein ehemaliges schottisches Fischereiforschungsfahrzeug. Das ist eigentlich darauf ausgelegt, Forschungsaufgaben zu erfüllen. Das ist keine Fähre oder sonst was. Und es hat immer mit 18 bis 21 Personen Crew seinen Dienst geleistet. Die Anzahl Menschen, die wir aufnehmen können, ist weniger durch das Gewicht der Menschen begrenzt als denn durch den Platz. Weil bei 235 Personen auf dem Schiff plus Crew, das sind dann insgesamt 252 gewesen, ist es halt so, dass die Menschen in der Nacht, wenn sie liegen und schlafen wollen, natürlich den kompletten Decksplatz verbrauchen. Da geht keine Hand mehr dazwischen. Wenn einer auf die Toilette will, dann muss er über die anderen drüber steigen. Solange die Leute stehen oder sitzen, gehen da schon noch mehr drauf. Auf dem Schiff waren schon mal über 450 Flüchtlinge. Aber dann kann man auch nicht mehr fahren, weil wenn die Leute durch die Gischt nass werden und durch den Fahrtwind auskühlen, dann entsteht halt die Gefahr der Unterkühlung und dann sterben die Leute. Das geht halt nicht. Aber natürlich ist es eine angestrengte Situation dann. Aber was sollen sie machen? Ich meine, wir hätten die ja nicht in den Schlauchbooten zurücklassen können. Die Libyer wollten sie natürlich auch zurückholen. Das erste Schlauchboot war in schlechtem Zustand, es hat bereits Luft verloren. Und bei dem zweiten Schlauchboot haben wir dann entschieden, wir holen die Leute raus, weil wir ja auch noch ein drittes Schlauchboot auf dem Radar hatten. Und die Rettung des dritten Schlauchboots haben die Libyer dann ja durch ihr Anbordkommen bei uns letztlich verhindert. Später hat irgendein Libyer dieses Schlauchboot gefunden. Und bei der Rettung gab es dann, das ist bei den Libyern so, auch wieder Tote. Da sind 5 Leute ums Leben gekommen. Sie haben schon ein bisschen was über die Crew erzählt. Wie geht die Crew mit dieser Situation um? Also wie motiviert man sich selbst an der Stelle? Das ist ja auch wie ein Trauma. Man erfährt von den Menschen, warum sie geflüchtet sind, wie sie angekommen sind, unter welchen Bedingungen sie leben. Wie geht die Crew damit um? Also wir hatten auf dieser Mission sehr viel wirklich erfahrene Leute dabei. Zum Beispiel Martin. Martin ist 21 Missionen gefahren. Der war über 60 Wochen auf See, der hat über 5000 Leute aus Schlauchbooten geholt. Der hat wirklich immer an vorderster Front das Furchtbarste gesehen. Ich selber bin 6 Missionen gefahren und so geht es eigentlich durch die Crew durch. Wir hatten wirklich nur 4 Neulinge dabei und das hat uns sehr, sehr, sehr weit weitergeholfen in der Situation. Da ist schon gewisse Abgeklärtheit auch dabei.
Wir machen uns nicht an den Menschen fest, die das nicht überleben. Dafür haben wir einfach auch keine Zeit bei dem, was wir da leisten müssen, sondern wir sind um jeden froh, den wir lebend nach Hause bringen und lebend ans Festland kriegen. Und wissen Sie, da gibt es dann so Situationen, man geht dann ins Krankenhaus runter, so war das bei mir, und das war in der letzten Nacht, in der ziemlich Seegang war, und wir hatten dann die Muttis mit den kleinsten Kindern ins Krankenhaus reingeholt, und die schliefen dann jede mit ihrem Kind auf so einer Behandlungspritsche, und ein kleines Mädchen mit einem Stofftier im Arm schlief einfach am Boden, das Kind war vielleicht 3 Jahre alt, und da geht man dann rein und sieht es, einfach diese völlig friedliche Situation. Und da bin ich dann auch mit Tränen in den Augen, da wird es mir jetzt immer noch, stellt es mir die Haare hoch, geht mir dann wieder auf die Brücke und sagt sich, und genau dafür habe ich es gemacht. Was mich interessiert, wenn Italien sagt, sie dürfen dich einfahren, was machten die, wenn sie doch einführen? Verhindern die das dann mit einem Schiff? Schießen die dann? Was machen die dann? Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich da das Kanonenboot, wie ich immer so schön sage, das Kanonenboot querstellt. Ich meine, da kann ja auch den kleinen Funk ausschalten, weil da wäre ich mit dem Gespräch nicht mehr fertig. Wenn ich einfach da einfahre, begehe ich im ersten Moment natürlich eine Seerechtsverletzung, weil ich der Aufforderung nicht nachkomme, nicht in territoriale Gewässer einzufahren. Egal wo, ob das jetzt Malta oder Italien oder sonst wo ist. Und letztendlich, wenn es dafür keinen Grund gäbe, damit könnte ich mich natürlich mit einem Mayday-Fall, den ich allerdings wirklich begründen muss. Ich kann nicht einfach die rote Taste drücken, weil ich das jetzt lustig finde. Könnte ich mich dann da natürlich rauswinden. Aber das hätte tatsächlich rechtliche Konsequenzen. Ja, ich kann natürlich, ich meine, was hätte ich jetzt gemacht? Das Wetter wurde schlechter. Das wäre vielleicht nur 1 oder 2 Tage gegangen, aber wenn die Leute nass werden durch die Gischt, dann muss ich in irgendeiner Art und Weise reagieren, weil sonst verliere ich unter Umständen Menschenleben. Und dann, wenn Menschenleben in Gefahr ist, kann ich durchaus einen Distress Call, also ich sage es mal SOS, senden. Da gibt es die sogenannte rote Taste, die ist tatsächlich rot. Und dann löse ich einen Mayday-Fall aus, aber wir sind ja in maltesischen Gewässern unterwegs gewesen, aus gutem Grund. Man wollte uns ja immer in die italienische Zone lotsen. Das vergesse ich auch nicht, da kam dann ein Boot von Armed Forces Malta, AFM. Die wollten auch nicht über den Funk sprechen, sondern einfach nur face-to-face. Und da hieß es dann, ja, ich soll doch zu den Italienern rüberfahren, sonst würde ich vom MRCC Rom nie eine Antwort kriegen. Und dann habe ich dem Mann gesagt, er braucht mir mit sowas nicht kommen, ich wäre nie in die italienische Zone einfahren, weil damit nehme ich den Druck von Malta. Das können Sie zu Hause ausrichten, so nach dem Motto. Und das war auch genau richtig, weil so ist die Verteilung der Menschen über Europa geglückt. Wenn wir einen Mayday-Fall ausgelöst hätten, dann hätten sich die anderen Europäer zurücklehnen können und sagen, Gott sei Dank hat er den roten Knopf gedrückt. Der Herr Muscat, der Präsident von Malta, hätte das Problem selber lösen müssen, hat in seinem völlig überbevölkerten Malta 234 zusätzliche Menschen, die er nirgendwo nach Europa weitergeben kann. Man kann Malta nicht verlassen ohne Pass, auch nicht mit einer Fähre oder so. Und vor allem ganz, ganz wichtig zu wissen, die Menschen werden auf Malta geendet. Das heißt, es gibt keinen Ausweg für die Leute. Die sitzen auf Malta fest bis zu ihrem Lebensende. Und so haben sie die Chance bekommen, dass 30 nach Portugal gegangen sind, 25, wenn ich es richtig weiß, nach Irland. Nach Frankreich sind Leute gekommen, nach Belgien, nach Luxemburg sogar, habe mich gewundert. Ein paar sitzen immer noch fest, weil die Italiener ihre Verpflichtung nicht erfüllt haben. Herr Salvini, sei Dank. Wir haben ihn ja dann auch durch Malta begleitet, mit blutigen Händen und Handschellen, mit ein paar anderen Politikern zusammen, dann die Anklage vorgelesen auf den Stufen des Gerichts, wo ich normalerweise reingegangen wäre. Die Veranstaltung hat ja nicht stattgefunden. Ja, so ist es einfach. Man muss da sehr taktisch vorgehen und sich genau überlegen, was man macht. Aber leider funktioniert es nicht so, einfach reinzufahren. Der Ärger wäre dann sicherlich massiv und dann würde ich vermutlich heute nicht hier sitzen. Sie sind dann nach einer Woche in Malta gelandet mit dem Boot. Und erstmal hat man Ihnen den Pass weggenommen, hat Sie kurzzeitig verhaftet, könnte man sagen. Sie stehen unter Anklage in Malta. Wie ist der Stand?
Ja, nachdem sich also die meisten Vorwürfe, die man gegen mich erhoben hat, als haltlos erwiesen haben. Ich bin zum Beispiel auch gefragt worden, wie viel Geld ich von den Flüchtlingen nehme. Ich hab die Frage dann nochmal wiederholen lassen, weil ich gedacht habe, ich bin so übermüdet, ich habe gerade irgendwas falsch verstanden. Wir nehmen natürlich kein Geld von den Flüchtlingen, wir könnten auch gar keins von denen verlangen. Die kommen zu uns aufs Schiff mit einem kaputten T-Shirt, keine Schuhe und eine zerlöcherte Hose. Ich meine, die Leute sind ausgeblutet. Das Geld haben ihnen die Libyer schon lange abgenommen und ich würde auch natürlich keins nehmen. Und dann gab es noch ein paar so andere Vorwürfe und auch so Fragen, warum ich überhaupt Seenotrettung betreibe, warum ich da rausfahre. Dann habe ich einfach gesagt, mir ist keine bessere Antwort eingefallen, it's a pleasure to save lives. Und der Stand der Dinge ist halt jetzt so, dass man bezweifelt die richtige Registrierung unseres Schiffes Lifeline. Wir sind wie alle anderen privaten Seenotretter in Holland registriert, ganz einfach aus dem Grund raus, in Deutschland gibt es eine Restriktion bei 25 Meter Länge und 100 Tonnen Gewicht und die Lifeline wiegt halt 300 Tonnen und ist 32 Meter lang, deswegen Holland, da hat es andere Regularien. Die Boote sind seit 2015 da registriert, auch von anderen NGOs. Ich bin ja insgesamt 3 verschiedene Schiffe gefahren, hatte immer dasselbe Papier. Und es gibt in diesem königlich-holländischen Wassersportverband über 25.000 registrierte Schiffe und genau bei unserem zweifelt man jetzt an, dass es richtig registriert wäre. In den anderen Dokumenten steht aber auch nichts anderes drin wie in unserem. Es ist letztlich einfach nur Schiff festlegen, Zeit gewinnen, die Saison, wir nennen das halt Saison, die Zeit des guten Wetters verstreichen lassen und irgendwann kriegen wir das Schiff vielleicht wieder frei. Man hat ja auch zuerst versucht, einen holländischen Behördenvertreter nach Malta zu bekommen, damit er vor Gericht dann Stellung zu diesem Zertifikat nimmt. Das ist nicht geglückt, es wollte niemand kommen. Dann sollte man Fragen formulieren. Zum einen die Anklagebehörde hat Fragen formuliert und meine Anwälte mussten innerhalb von 24 Stunden ihre Fragen dazulegen. Und dann sollte das als Paket nach Holland geschickt werden, um sich eben die Antworten da zu holen. Es ist unglaublich, aber in der ersten Runde haben sie einfach die Fragen nicht nach Holland geschickt, sodass ich umsonst nach Malta geflogen bin. Beim zweiten Mal war es dann so, dass sie die Fragen wohl nicht in der richtigen Form oder auf dem richtigen Formular gestellt haben. Wie paradox ist das? Da war dann, ja, das ist wirklich zum Lachen. Nur für mich nicht ganz so, weil ich bin umsonst da runtergeflogen. Es kostet mich immer Zeit und Geld. Und das ist so paradox. Der Richter selber hat dann gesagt, da war er sehr ärgerlich mit den Anklägern, es ist just to waste time and money, es ist nur um Geld und Zeit rauszuschmeißen und so geht es nicht weiter. Und bei dem dritten Termin, da hat er dann gemeint, also er sagt vorher Bescheid, ob dieser Termin überhaupt stattfindet, ob die Beweise vorliegen. Und ich habe dann 4 Tage bevor der Termin war, einfach den Flug gebucht, weil er hat gesagt, ja, ich brauche keinen Flug buchen, aber die Flieger nach Malta sind immer komplett voll. Und ich habe dann einfach gebucht, weil ich auf keinen Fall säumig sein wollte. 2 Tage vorher ist dann die Verhandlung, also Montag ist die Verhandlung von Dienstag abgesagt worden. Ja, und das ist jetzt der Stand der Dinge. Der nächste Verhandlungstermin ist der 2. Oktober. Bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich meine, ich bin kein Anwalt, aber gut, das ist englisches Recht, nachdem das da unten verhandelt wird. Aber man kann doch nicht ewig der Anklagebehörde Zeit lassen, irgendwelche Beweise herbeizuzehren, die es offensichtlich nicht gibt, weil sonst wären sie ja nach 2,5 Monaten schon da. Irgendwann muss doch sowas auch mal eingestellt werden und dann müsste man allerdings auch unser Schiff freigeben. Und das ist das Problem, das ich da dran sehe, weil ich bin ja eigentlich nur das Bauernopfer fürs Schiff letztlich. Zumindest sehe ich das so. Ja, Herr Reisch, Sie haben vor kurzem bei Twitter Herrn Seehofer eingeladen zu Weißwurst-Frühstück, also Weißwurst-Frühstück im Hofbräuhaus. Hat Herr Seehofer reagiert? Also Sie möchten mit Ihnen über Seenotrettung sprechen. Das haben Sie eben auch angekündigt. Hat er reagiert? Ja, ich habe ihn ja eigentlich schon zweimal eingeladen. Ich habe ihn schon mal eingeladen, er möge doch vielleicht mitfahren bei uns. Dann kann er nämlich auch aus erster Hand berichten und muss sich nicht immer auf unzuverlässige Quellen verlassen. Ja, ich meine, was man aus eigenem Anschauen gesehen hat, darüber kann man dann auch besser urteilen, denke ich mal. Ja, der Meinung bin ich tatsächlich. Wir hätten uns sehr gefreut. Wir haben ihm ja auch in einem
Video, das wir dann extra für ihn gedreht haben, seinen Arbeitsplatz gezeigt, seine Koje. Wir haben die schön hergerichtet mit Handtuch und Seife und wie das halt so dazugehört. Es wäre schon Upper Class Crew-Member dann gewesen. Und jetzt haben wir es halt nochmal versucht. Er hat gesagt, ja, er twittert jetzt und ich habe eben, er möchte gerne auf die Fragen der Bevölkerung antworten und da sind wir natürlich sofort auf diesen Zug aufgesprungen. Es muss ja nicht unbedingt das Hofbrauhaus sein, wenn ihm da das Bier nicht schmeckt. Mir fällt auch eine andere Kneipe ein. Aber ich fürchte mal, es wird weder Leberkäse noch Weißwurst mit ihm zusammen für mich geben. Also ich stelle mir gerade mal Seehofer vor beim Deckschrubben. Also ich glaube, dazu ist er schlecht geeignet. Ich würde ganz gerne eine Bemerkung noch machen, bevor ich mit Herrn Gysi doch noch ein paar Worte auch zur Linken spreche, weil ich glaube, da kommen wir heute nicht ganz dran vorbei. Vielleicht doch noch ein Wort. Sie haben vorhin gesagt, Sie finanzieren sich insbesondere über Spenden. Wir sollten ja heute die Gelegenheit, glaube ich, auch nutzen, zu Spenden aufzurufen, weil anders können Sie Ihre so wichtige Arbeit gar nicht leisten. Ja, das ist richtig. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden und diese Mission 6, über die wir uns jetzt hier alle unterhalten, war ja eigentlich die Mission 1 in diesem Jahr, weil wir hatten nämlich für die ersten 5 Missionen schlicht kein Geld. Wir hatten das Geld, dass wir die Winterwerft finanzieren können, dass wir den Liegeplatz bezahlen, die Versicherung und so weiter. Aber wir hatten einfach nicht das Geld, um 17.000 Liter Diesel zu tanken, für 4.000 Euro Lebensmittel einzukaufen und so weiter und so fort. Dieses Geld hatten wir nicht. Und dann bin ich ja auch noch selber ins Fundraising eingestiegen. Udo Lindenberg hat dann einen großzügigen Betrag gespendet auf verschiedene Kabarettisten, Christoph Sieber, Urban Priol, der uns auch mit einem Auto unterstützt. Es gibt übrigens einen einzigen Politiker, der uns auch finanziell unterstützt hat. Das ist hier, Gregor Gysi, hat uns unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und wir finanzieren das tatsächlich alles aus Spenden. Alle Leute, die dort arbeiten, sind ehrenamtlich. Auch ich bezahle meinen Flug nach Malta zum Einsatz selber und stecke auch noch einigermaßen eigenes Geld in diese Seenotrettung rein. Deswegen ist es wichtig, dass eben die Bevölkerung uns unterstützt und sagt, ja, ich sehe da einen Sinn drin, man kann die Menschen nicht einfach ertrinken lassen, das ist mir den einen oder anderen Euro wert und da möchte ich halt einfach ganz herzlich dafür werben, dass man uns auch mit Spenden weiterhilft. Es ist so, das Schiff ist beschlagnahmt, wir wollen jetzt einfach aus Notwehr ein neues Schiff kaufen. Wir haben letztlich keine andere Wahl, so paradox es klingt. Wir haben ein Top-Schiff. Der Herr Geitmann von der Seeleute-Gewerkschaft Verdi Maritim, der ja auch mit dabei war mal, der bescheinigt uns, dass wir ein gutes Schiff haben. Aber wir dürfen mit dem Schiff nicht fahren. Und wir wollen aber auch an dieser Stelle nicht einfach klein beigeben und aufgeben. Da denke ich nämlich, das wäre der falsche Weg. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir einfach auch weiter von der Bevölkerung unterstützt werden, dass wir diese Arbeit weitermachen können. Ja, Gregor, als Präsident der Europäischen Linken komme ich natürlich nicht ganz dran vorbei, dich auch zu fragen nach der Europäischen Linken, aber vor allen Dingen danach, wir haben im nächsten Jahr Europawahlen. Wie ist die Linke Europas darauf vorbereitet? Sehr gut, wir gehen so von 90% der Stimmen aus. Nein, natürlich nicht. Ich werde gleich dazu Stellung nehmen. Vorher will ich bloß 2 Bemerkungen machen, nicht wahr? Dienstag oder Mittwoch? Mensch, also mein Gedächtnis gerät schon durcheinander. Bei dem luxemburgischen Ministerpräsidenten. Der ist ja sowieso was Besonderes. Er hat auch die Ehe für alle eingeführt und dann als erster Ministerpräsident gleich einen Mann geheiratet. War natürlich, das ist auch nicht so leicht in Luxemburg, denn da regierten ja die ganzen Jahrzehnte die Konservativen. Und Juncker hatte natürlich dann noch so eine bestimmte Größe. Und er ist jetzt von der anderen Seite. Die wählen im Oktober, ist ganz offen, ob er es wieder schafft oder nicht schafft. Aber er hat mir gesagt, als er richtig Einsparungen machen musste, ist er bei Entwicklungshilfe bei 1% geblieben und wurde von allen Zeitungen beschimpft. Von allen Zeitungen. Und die haben gesagt, also wenn man nur einsparen, dann auch dort. Und das hat er nicht gemacht. Also ich will nur sagen, du kannst auch als Ministerpräsident mal Nein sagen. Und das Zweite ist, dass er zu den 6 Ländern gehört, die immer bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Natürlich sagt er, Herr Gysi, das Land ist klein. Ich habe 90.000 aus anderen Ländern, die hier arbeiten, die alle ihren Mindestlohn von 13 Euro kriegen. Ja, davon kann man ja in anderen Ländern nur träumen. Und dann hat er mir eine Sache gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie, ich war immer ein Gegner davon, dass Staaten wie Tschechien und Polen Geld bezahlen und dafür keine Flüchtlinge aufzunehmen brauchen. Geld nehmen.
Naja, erstmal dann dafür bezahlen. Das ist ja noch wieder noch ein anderes Thema. Also selbst wenn Sie Geld kriegen nach bestimmten Vorschriften, können Sie ja, wenn Sie sich der Flüchtlinge entziehen, sagen, na gut, aber wir bezahlen dafür für die Länder, die das machen, einen Geldbetrag. Und da sagt er, er war immer strikt dagegen, weil man sich seiner humanistischen Pflicht nicht durch Geld entziehen darf. Aber inzwischen, sagt er, fange ich an umzudenken. Wenn sie wirklich keinen nehmen, sollen sie wenigstens dafür bezahlen. Also verstehen Sie, verstehe ich auch, das geht in seinem Kopf hin und her. Er sagt, ich bin noch gar nicht entschlossen, ich habe das noch gar nicht beraten. Aber es kotzt ihn auch wirklich an. Also er spricht dann mit dem Ministerpräsidenten Tschechiens und der sagt, ja, meine Leute haben Angst, ich kann das nicht machen und so weiter. Ich habe ja mal mit einem führenden Polen gesprochen und der hat mir gesagt, ja, Polen ist für Menschen muslimischen Glaubens völlig ungeeignet. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, ob er katholisch ist. Da sagte er sehr. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er die Bergpredigt kennt. Also ich versuche das ja immer mit den Mitteln. Und er sagt, ja, na, sage ich, danach müssten Sie sich gänzlich anders verhalten. Also ich bin gar nicht christlich, halte aber die Bergpredigt mehr ein als Sie. Ja, also das geht mir dann auch auf die Nerven. Jetzt zu deiner Frage. Warte mal, erst eine kleine Zwischenbemerkung nur von dem Rest. Sie haben guten Draht zu dem luxemburgischen Ministerpräsidenten. Naja, gut, das war mein erster. Okay. Besteht da die Möglichkeit, dass Sie diesen Draht nochmal benutzen? Es gibt einige wenige Flüchtlinge, die auf unserem Schiff waren, die immer noch auf Malta festhängen, die ja von Salvini und interessanterweise auch von Belgien nicht alle komplett abgenommen worden sind. Wir drehen gerade mit jedem einzelnen dieser Flüchtlinge so eine Art kleines Bewerbungsvideo, was sie können, was sie sich erwarten und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Und die würden alle unheimlich gern einfach Malta verlassen, weil auf Malta sind sie gestrandet und haben letztlich absolut keine Zukunft. Und wenn jetzt gerade jemand, der so denkt, wie ich das gerade gehört habe, und auch die Entwicklungshilfe nicht nach unten schraubt, so wie das die Deutschen tun, Luxemburg gibt 1% aus, habe ich gehört, Deutschland angeblich 0,7, wird aber jetzt auf 0,35 ab 2019 reduziert. Auch ganz tolle Maßnahme. Schade für den Herrn Müller, kann er kein Geld mehr ausgeben. Aber vielleicht besteht die Möglichkeit, dass einfach in einem Akt der Barmherzigkeit und der Solidarität mit diesen Menschen Luxemburg, die, ich weiß nicht wie viel sind, ich glaube nur 35 oder sowas, einfach von Malta holt. Wir machen mal Folgendes. 35, sagen Sie. Ich glaube, ich müsste die Zahl verifizieren, aber... Übrigens, Deutschland hat noch nie den Beschluss der UNO erfüllt und 0,7% des Haushaltes für Entwicklungshilfe ausgegeben. Noch nie. Ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt gesenkt haben oder einfach gleich belassen haben, aber da erkundige ich mich. Aber er hatte eben nicht die 0,7%, nur ist es natürlich ein kleineres Land, das die UNO beschlossen hat, sondern 1%. Und die haben ja nur vorgeschlagen, wenigstens auf den UNO-Beschluss zu reduzieren, auf 0,7. Und das hat er nicht gemacht, weil er gesagt hat, er nimmt nicht weniger als im Vorjahr, etc. Weil da musst du ja immer Projekte streichen. Ich weiß noch, als ich Senator in Berlin war, muss ich ein Projekt streichen. Furchtbar, furchtbar ist das. Tut auch richtig weh. Also ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wegen der 35 Personen, schreiben Sie mir bitte mil.gregor.gysi@bundestag.de. Und nochmal das Spendenkonto, weil ich schreibe unseren Spendenbeauftragten an, dass die Fraktion mal was spendet, was ja geht, dafür haben wir ja einen Verein, was auch sinnvoll wäre. Und zum Zweiten schreibe ich dann die Kanzlerin an und den luxemburgischen Ministerpräsidenten. Ich sage aber der Kanzlerin nicht, dass ich auch den luxemburgischen Ministerpräsidenten anschreibe. Und ihm sage ich nicht, dass ich auch die Kanzlerin anschreibe. Und dann wollen wir mal sehen, wobei es vielleicht fairer wäre, wenn ich sage, ich habe auch die Bundeskanzlerin, kann man sich verständigen, ein Teil dort, ein Teil dort. Vielleicht mache ich es doch so, überlege ich mir noch. Vielleicht erreichen wir was auf der Strecke und vielleicht erreichen wir auch eine Spende. Also zur Situation der Linken. Ich will hier gar nicht drum herum reden. Ich mache mir aus einem bestimmten Grund ernsthafte Sorgen. Und zwar sowohl um die Linke in Europa als auch um die Linke in Deutschland. Und das sind jetzt nicht die ganz tiefen Sorgen, die ich habe, dass die Menschen ihre Antwort ja nicht links suchen, sondern rechts. Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, die Linke darf nicht vergessen, dass sie eine Chance hatte, eine glaubwürdige Alternative zum Kapitalismus, im Staatssozialismus aufzubauen. Und das hat sie nicht getan oder nicht geschafft oder wie rum auch immer. Auf jeden Fall hat das die Linke tief in den Keller gestürzt.
auch wenn ich mal an die italienische kommunistische Partei erinnern darf, die hatte mal 36% der Stimmen in Italien und immer eine Distanz zur Sowjetunion, hat die überhaupt nicht genutzt. Die ging genauso mit in den Keller wie alle anderen auch. Das Zweite ist, dass die Linke in der Bevölkerung viel breiter gesehen wird. Zur Linken gehört dann auch die Sozialdemokratie. Und wer hat denn den größten Niedriglohnsektor der EU in Deutschland organisiert und beschlossen? SPD und Grüne. Wer hat die millionenfache prekäre Beschäftigung organisiert? SPD und Grüne. Und das ist in ganz Europa so. Und darunter leidet die ganze Linke. Das rechnen die auch uns an, obwohl wir gar nichts damit zu tun hatten. Das Leben ist ja eben nicht nur dazu da, gerecht zu sein. Das heißt, da wird die Linke als Ganzes gesehen. Das ist der zweite Mangel. Der dritte Mangel der Linken ist, dass sie aufgrund ihrer Geschichte gegeneinander sehr misstrauisch sind. Sie lassen ja nicht zu, dass Mehrheitsbeschlüsse irgendwas regeln. Zum Beispiel in meiner europäischen Partei der Linken gilt eben ganz klar das Einstimmigkeitsprinzip und so weiter und so fort. Dagegen habe ich auch nichts. Jetzt kommt aber neben diesen Grundsorgen, da muss man auch sehen, die Leute gehen auch nach rechts, weil der Rechtspopulismus und der Rechtsextremismus scheinbar eine Lösung anbieten. Sie sagen, wir drehen die Geschichte um 90 Jahre zurück, wir werden wieder der alte Nationalstaat. Und dann ist doch alles zu überschauen, zu überblicken. Dann kümmern wir uns um unsere Probleme. Ich sage das mal so scheinbar wertfrei. Und da sagen viele Leute, ja, es ist doch wirklich viel einfacher. Ich verstehe nicht, wer da warum gegen wen in Syrien Krieg führt. Ich verstehe diese EU-Strukturen. Ich meine, Bürgermeister sagt immer, geht nach EU-Recht nicht. In der Hälfte der Fälle ist es frei erfunden, in der anderen Hälfte stimmt es. Das kann keiner nachvollziehen. Und deshalb ist das Angebot für viele so verlockend. Das geht natürlich nicht. Noch nie konntest du Geschichte um 90 Jahre zurückdrehen. Aber Schäden kannst du anrichten, zuhauf. Es gibt eine Sache an Trump, die mir gefällt, Sie werden sich gleich wundern, was, dass er seine Politik nationalen Egoismus nennt. Ich finde nur gut, dass er den Begriff richtig einsetzt. Verstehen Sie, andere würden das immer anders nennen. Die würden sagen, wir sind durch und durch internationalistisch, aber wir müssen auch und so. Da eiert er nicht rum, das ist nicht sein Stil, sondern sagt, was er will, nationaler Egoismus. Das bedeutet, er will alle Vorteile der globalen Wirtschaft in seinem Land sichern und alle Nachteile in anderen Ländern. So einfach ist es. Und dann ist die EU eben auch zu dämlich, mal zusammenzuhalten. China hat ihn in einem Punkt getroffen. Die genmanipulierten Sojabohnen mit hohen Zöllen zu belegen. Und das trifft seine Landwirtschaft schwer. Und das hätte ihn richtig Stimmen gekostet. Da fährt Juncker sofort hin und sagt, wir übernehmen diese blöden genmanipulierten Sojabohnen. Also abgesehen davon, dass mir die Bohnen in meinem Supermarkt ausreichen, ich brauche keine aus den USA, sind genmanipulierte bei uns sogar eigentlich verboten. Ja? Der kann das, ja schön, also ich will gar nicht darauf eingehen. Aber anstatt hier mal zusammenzuhalten und zu sagen, auf den Handelskrieg reagieren wir jetzt gemeinsam mit China wieder, lassen Sie sich ausspielen. So, und jetzt kommt meine tiefe Sorge, die sage ich am Schluss, weil ich auch gehen muss, weil ich nach Greifswald muss und sonst zu spät komme und das gut finde, dass Sie keine Nachfragen stellen können. Also, wissen Sie, wenn einer 53% Spitzensteuersatz vorschlägt und einer 48%, weiß ich, wie man einen Kompromiss finden kann. Wir haben jetzt eine Frage, wo ich nicht weiß, wie wir einen Kompromiss finden. Und die Frage ist, dass auf die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, welche überwiegend national reagieren wollen und welche überwiegend internationalistisch reagieren sollen. Wo soll da der Kompromiss liegen? Ich weiß es nicht. Ich gebe das auch zu, ist nicht zu wissen. Was glauben Sie, was ich da für Diskussionen in Europa führe? Natürlich auch in unserer Partei, aber auch in Europa, weil es den gleichen Widerspruch gibt. Und das bedeutet einmal, dass wir Leute haben, die wollen die Zahl der Flüchtlinge für ihr Land begrenzen und so weiter. Also da begebe ich mich in die ganze bürgerliche Debatte hinein, in die ich nicht hinein will, aber das machen Sie. Ich war ein Gegner der Einführung des Euro, weil wenn du über eine Währung eine Integration organisierst, bedeutet das, dass das billigste Angebot gilt. Das ist auch der Grund für Agenda 2010, um billig zu werden. Aber jetzt aus dem Euro rauszugehen, fände ich genauso falsch. Da haben wir wieder so einen Widerspruch. Das ist der zweite. Und das dritte ist, dass ich in Europa Linke habe, die wollen die Befugnisse der EU zurückübertragen auf die Nationalstaaten,
also viele zumindest, viele Befugnisse. Und zwar mit der Begründung, dass das ja nicht internationalistisch und vernünftig sei, sondern kapitalistisch. National ist zwar auch kapitalistisch, aber macht ja nichts. Also das wollen sie zurückführen. So, und jetzt kommt meine große Schwierigkeit. Die anderen sagen, das ist völlig falsch. Wir müssen die EU gründlich reformieren. Wir müssen auch Verträge verändern. Alles wahr, aber wir dürfen die europäische Integration nicht kaputt machen. Schon, weil wir eine europäische Jugend haben. Ich meine, die Jugendlichen sprechen alle ganz gut Englisch. Sie sind mal in dem Land, mal in jenem. Sie studieren dort, sie arbeiten dort. Wenn wir denen sagen, wir kehren zurück zum alten Nationalstaat mit Grenzbaum und Pass, denken die, wir haben eine Meise. Die Alten würden sagen, kennen wir ja alles von früher. Aber die Jugend, eine Zumutung. So, und das sind die Widersprüche, mit denen wir es zu tun haben. Ich versuche jetzt eine Solidarität herzustellen in Europa, sehr schwer, aber ich bemühe mich darum. Und zum Glück kann ich noch mit allen reden. Da gibt es aber Leute, die reden kein Wort mehr miteinander. Die kriege ich auch nicht an einen Tisch. Da muss ich erst zu dem einen fahren, dann muss ich zu dem anderen fahren. Kindergarten. Alles auch Kindergarten. Aber da ich ja ein Zweckoptimist bin, anders hielte ich ja auch das Leben nicht aus, sage ich mir, wir werden das schaffen. Und die Linke hier in Deutschland ist gerade auch, weil wir zukunftsfähig sind, in einem gewissen Aufwind, nicht nur die Rechten. Erstmals bei Umfragen in Bayern liegen wir bei 5%. Ich meine, ob wir es schaffen, ist nur noch eine ganz andere Frage. Und ich bitte meine Aussage nicht zu vergessen. Ich habe immer gesagt, wenn wir in einem Flächenland, in den alten Bundesländern, in den Landtag einziehen, verändern wir Deutschland. Das ist uns gelungen. Und wenn wir in den Landtag von Bayern einziehen, dann verändern wir die Welt. Und vielleicht schaffen wir das ja. Dankeschön. Ich kann ihn ja leider nicht anbinden, also er muss jetzt tatsächlich weg. Ganz herzlichen Dank, Gregor, dafür, dass du hier warst. Ich glaube, wir teilen Sorgen, die du hast. Ich will eine noch auf alle Fälle dazu sagen. Die Rechten und die Rechtspopulisten, die Rechtsextremisten schließen sich in Europa zusammen. Die Linken tun möglicherweise momentan gerade das Gegenteil. Es besteht die Gefahr, dass wir nicht eine linke Fraktion im Europäischen Parlament haben, sondern möglicherweise dann drei. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, die du hast, tatsächlich diese Gespräche zu führen mit Varoufakis, mit Mélenchon, mit denen, die tatsächlich sozusagen linke Politik machen. Und man muss die Themen finden, an denen es möglich ist, tatsächlich gemeinsame linke Politik auch im Europäischen Parlament zu machen. Ich will noch einen Satz sagen, also bisher habe ich das Versprechen von ganz vielen, dass es diese zweite linke Fraktion nicht geben wird, deshalb hoffe ich darauf, dass man sich da auch auf ihr Wort verlassen kann, aber sicher bin ich nicht. Deshalb müssen wir auch verhindern, dass wir jemanden aufstellen, der dann wechselt, ganz kompliziert, sage ich nur. Aber ich will zum Schluss Ihnen einfach danken. Wissen Sie, wenn es nicht Menschen wie Sie gäbe, die nicht darüber so theoretisch debattieren wie ich, sondern die das dann wirklich in die Hand nehmen und wirklich tun, damit schaffen Sie eine Vorbildfunktion. Und auch der Seehofer weiß, dass Sie der bessere Mensch sind. Verstehen Sie, er wird das nicht zugeben, aber er weiß das natürlich. Und da appellieren Sie an etwas, was bei uns verkümmert ist, die Solidarität, die Bereitschaft, Leuten konkret zu helfen, nicht nur über sie zu reden etc. Das ist sowas von wichtig und ich wollte Ihnen einfach am Schluss Danke sagen. Ja, also danke, danke Gregor Gysi. Keine Sorge, Klaus-Peter Reisch rennt jetzt nicht weg. Natürlich wollen wir ihm auch ganz, ganz herzlich danken dafür, für das Gespräch, aber ich glaube viel mehr noch tatsächlich für die Arbeit, für den Mut, für das Engagement, das er hat, dass es ihm auch gelingt, immer wieder auch Partnerinnen und Partner zu gewinnen, genau für eine solche Arbeit. Herr Reisch hat noch ein paar. Katja, das ist jetzt ein bisschen, ihr bringt uns jetzt hier ein bisschen in Bedrängnis, was nicht ganz in Ordnung ist. Normalerweise. Ja, okay. Gut, solange kann ich Sie auch noch unterhalten, ist überhaupt kein Problem, weil Herr Reisch hat in seinem Koffer auf alle Fälle noch ein paar Flyer drin, die er gerne loswerden würde, also wo Sie sich vielleicht informieren können. Ansonsten kann ich hinweisen auf den Twitter-Account von Herrn Reisch, da ist man immer sehr aktuell informiert und zwar in dem Falle dann nicht nur über die Mission, sondern auch darüber, wie er denkt.
Er hat vorhin in einem Vorgespräch mal gesagt, naja, irgendwie hat in Bayern jeder mal CSU gewählt, also er offenkundig auch. Ich habe dann gesagt, es war wahrscheinlich eine Jugendsünde. Also momentan wählt er nicht CSU. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, ihn zu fragen, was er denn sonst wählt. Wenn man liest, was er schreibt bei Twitter, könnte man vermuten, es geht deutlich nach links. Was ja nicht verkehrt wäre, was zumindest so eine kleine Chance bietet, dass in Bayern bei den Wahlen die Linke doch ein Stückchen weiterkommt. Sie waren jetzt gerade draußen, ich habe gerade vermutet, dass Sie links wählen, aber da müssen Sie nicht drauf antworten, ist überhaupt keine Frage. Aber natürlich würden wir uns sehr freuen, es gibt mehrere Gründe, dass es wichtig wäre, dass in Bayern auch Linke in diesen Landtag kommen, dort zum Beispiel auch natürlich diese Verbindung herstellen zu denen, die Bewegungen in sozialen Bewegungen sind, aber eben zum Beispiel auch in der Seenotrettung sind und diese Themen eben, finde ich, ja gerade in den Bayerischen Landtag bringen müssen. Hm? Ja, ich habe das ja auch auf dem Friedensfest in Augsburg, da habe ich mir auch ein Schiefer eingezogen, gesagt, dass man doch möglichst bunt wählen sollte und dass Wählen überhaupt eine Bürgerpflicht ist. Das ist ja letztlich die einzige Möglichkeit, wirklich Einfluss zu nehmen. Und das muss man vor allem auch offensichtlich den jungen Leuten wieder nahe bringen, weil ich glaube, dass viele junge Leute nicht zur Wahl gehen, aber sich dann hinterher über das Ergebnis wundern. Ich meine, warum ist jetzt England, Großbritannien letztlich aus der EU ausgeschieden? Weil die Alten gewählt haben und die Jungen waren nicht da. Und man hat sich selber da eigentlich seine Möglichkeiten verbaut. Und das finde ich sehr, sehr schade für die jungen Leute. Und ich denke auch, dass dieser Rechtspopulismus, der momentan stattfindet, der auch von Teilen der CSU dann nochmal zusätzlich befeuert wird, weil man dann versucht, die Leute, die ohnehin an den rechten Rand abdriften, nochmal einzufangen. Das macht vieles kaputt. Bayern ist ein schönes Land, aber ich denke mal, dass es ganz gut wäre, wenn da eine bunte Regierung am Ruder wäre, dann würde auch dieser Anspruch zurückgedrängt, das hat man jetzt auch gehört, welche Sprüche da kommen. Also Bayern wird unregierbar, wenn es die CSU nicht mehr macht. ja, finde ich schon sehr spannend, diese Aussage. Auch hat man ja meine Aussage gehört, das wird dem Herrn Marx, dem Kardinal Marx sehr gut gefallen haben, dass der Generalsekretär gesagt hat, die CSU würde die christlichen Werte besser vertreten als die Kirche. Ich weiß nicht, was er da bei der Sonntagszeitung dann drüber gedacht hat, aber so kann das halt einfach auch nicht weitergehen. Ich habe schon den Eindruck, dass da eine gewisse Panik herrscht mittlerweile und ich freue mich drauf, dass die Wahl stattfindet, jetzt in Bayern demnächst, am 14. ist es ja soweit und ich würde mich auch freuen, wenn sich da tatsächlich dann was ins Positive ändert. Ja, auf alle Fälle. Und bis dahin. Und bis dahin sollten wir natürlich gemeinsam etwas tun und gemeinsam sollten wir auch etwas dafür tun, dass solche Missionen wie Lifeline, aber eben auch andere tatsächlich eine Chance haben, dass sie unterstützt werden, dass sie finanziert werden und dass sie ihren Beitrag leisten, dass Flüchtlinge gerettet werden können, in sichere Häfen kommen. Aber wir haben vorhin ja auch über Politik gesprochen. Die Politik hat ein weiteres gehöriges Maß dafür zu tun, dass Menschen eben nicht im Mittelmeer umkommen, nicht im Mittelmeer sterben müssen, sondern dass sie eine Chance für ihr Leben haben. Ganz herzlichen Dank an Sie. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen reden. Ich vermute mal, Sie können auch noch stundenlang zuhören. Dies geht leider nicht. Wir bringen sonst das ganze Programm durcheinander. Das möchte ich nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Gelegenheit hätten, nochmal vielleicht hier im Salon nochmal miteinander zu sprechen und dann vielleicht auf die eine oder andere Frage etwas tiefgründiger einzugehen. Sie haben jetzt genickt. Das nehme ich jetzt als Zusage. Okay, machen wir so und würden das natürlich dann auch öffentlich machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal sehen. Zunächst mal ganz herzlichen Dank. Dank dafür, dass Sie heute hier waren, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben und uns informiert haben. Und liebe Grüße natürlich auch von uns hier, ich denke mal von uns allen an die Crew für diesen Arbeitseinsatz, für ihr Engagement und so weiter. Und sie mögen möglichst weitermachen, das wäre wichtig. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich habe da vorne ganz frech eine Spendendose hingestellt. Vielleicht haben Sie ja was übrig und Sie können auch gerne einen Folder mitnehmen oder eine Postkarte mit unserem Schiff drauf. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Da können Sie noch mal ein paar Details über uns und unser Schiff nachlesen. Das wäre ganz toll. Und vielleicht geben Sie das ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Da würde ich mich natürlich wirklich sehr drüber freuen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.